Nicht nur der synodale Weg führt zum Kollaps der katholischen Kirche in Deutschland, sondern auch weitere Maßnahmen von einzelnen Bischöfen. Nun sind es zwei Bischöfe aus Niedersachsen, und zwar Bode Osnabrück und Wilmer Hildesheim. Ich werde aus der Tagespost berichten, obwohl man das eigentlich geteilt, verteilt in verschiedenen Quellen findet. Aber hier ist das sehr schön zusammengefasst. Das ist die Lockerung der assistierten Sterbehilfe in katholischen Einrichtungen. Das kündigt sich schon länger an. Gerade Bischof Bode hat sich mehrmals dazu geäußert in letzter Zeit, weil man sich irgendwie mit der EKD einigen will, die auch dieses Verbot lockern will. Wie gesagt, die Tagespost fasst das sehr schön zusammen in der Ausgabe dieser Woche. Ich lese die entscheidenden Passagen. Dass auch in kirchlichen Einrichtungen bei Grenz- und Notsituationen ein assistierter Suizid möglich ist, möchten jedenfalls die Ortsbischöfe von Hildesheim und Osnabrück nicht mehr pauschal ausschließen. So heißt es in einer ökumenischen Stellungnahme, die Bischof Heiner Wilmer Hildesheim, Bischof Franz Josef Bode Osnabrück und der Münsteraner Weihbischof Wilfried Theising kürzlich gemeinsam mit leitenden evangelischen Geistlichen aus Niedersachsen und Bremen unterzeichnet haben. Darüber hatte auch schon vor wenigen Tagen die FAZ berichtet. Und gerade eben, dass man sozusagen eine ökumenische Lösung für diese Sterbehilfe finden wollte in Niedersachsen. Das betrifft zurzeit nur Niedersachsen. Das Interessante ist die Begründung. Und zwar, wer schon länger auf der Matte ist und die Debatten um den sogenannten Beratungsschein der 1990er Jahre sich daran erinnert, wird da eine große Parallelität finden. Und zwar, hier heißt es, mit der gemeinsam erarbeiteten Erklärung wollen die Unterzeichner, also auch die beiden Bischöfe, die Ortsbischöfe Niedersachsen, sie kritisch konstruktiv am gesellschaftlichen und politischen Diskurs über rechtliche wie praktische Folgen des Bundesverfassungsgerichts Urteil beteiligen und aus einer grundsätzlich lebensbejahenden Haltung heraus ethisch verantwortlich handeln. Ich erinnere kurz, der Bundesverfassungsgericht hatte angeordnet, dass man total die Sterbehilfe nicht komplett verbieten kann, was ja eigentlich quasi der rechtliche Zustand in Deutschland zurzeit ist. Und der Bundestag muss Sachen machen. Das heißt, schon das vorausblicken, wollen diese beiden Bischöfe sagen, okay, wir werden das Ganze lockern, um eben teilzunehmen an diesem assistierten Suizid. Ja, das erinnert stark an die ganze Debatte um den Beratungsstand, weil es ist ja nichts anderes als eine Mitwirkung am Bösen. Ja, und die begründen das aus praktischen Erwägungen heraus. Ja, aber de facto ist es eine Sache, es ist eine Mitwirkung am Bösen. Seitens der katholischen Kirche ist jegliche Sterbehilfe assistiert und so, ist völlig verboten. Da gibt es ganz eindeutige Stellungnahmen auch aus der Glaubenskongregation, die erstaunlicherweise eigentlich die FAZ in diesem Artikel sehr gut zitiert. Wenn Sie sich dafür interessieren, kann ich auch diesen Artikel kurz zusammenfassen. Bitte schreiben Sie das in die Kommentare. Ja, bald werden sicherlich Theologen auftauchen aus diesen katholischen Universitäten und sagen, ja, die katholische Lehre hinsichtlich der Sterbehilfe bezüglich des Lebens muss sich weiterentwickeln. Wir müssen neue Erkenntnisse aus den Humanwissenschaften übernehmen, etc., etc. Das kennen wir ja alles. Und dann, wenn das so ist mit der Sterbehilfe, kann man sich schon leicht ausrechnen, dass bald Bischöfe sagen werden, ja, das mit der Abtreibung kann man auch nicht so streng sehen. Da muss man auch Erwägungen treffen. Ja, also wir kennen das ja eigentlich vom synodalen Weg. Im Grunde genommen, das Grundproblem hier ist, dass sich diese ganzen Bischöfe, ein wichtiger Teil des katholischen Klerus in Deutschland, nicht nach dem Evangelium, nach der Lehre, nach dem katholischen Glaube orientiert,
sondern das, was die Welt vorgibt. Und das ist in Deutschland natürlich besonders ausgeprägt und führt uns in die Katastrophe.